Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt. Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast das hat sich eigentlich komisch ergeben. Der hat mich ausnahmsweise angeschrieben und hat gesagt, ob wir nicht mal zusammen eine Sendung machen wollen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das Merkwürdige ist daran, dass wir uns sozusagen früher mal kannten. Also ich kannte ihn und dann haben wir weniger miteinander zu tun und es ist jetzt natürlich total schön, mit ihm in einem Raum zu sitzen. Ich begrüße ganz herzlich Flake in dieser Sendung. Hallo Flake. Tagchen, guten Tag. Es ist natürlich auf meine Initiative ausgegangen. Ich bin großer Freund von dem Podcast und ich war auch schon mal beim Psychiater vor ein paar Jahren und ich dachte, ich kriege nie wieder eine Chance, so schnell einen Termin beim Psychiater zu kriegen, als wenn ich einen Podcast vorschlage. Stimmt, das ist natürlich dann ganz leicht, da in der Hinsicht einen Termin zu bekommen. Obwohl man das auch nicht richtig zur Nachahmung empfehlen kann. Also wir kennen uns und zwar war das eben so, also du kennst, das ist völlig okay, ich kannte sehr, die eine der ersten Bands, in denen du gespielt hast, Feeling B, war das die erste? Nicht so richtig, ne? Es gab vorher noch irgendeine andere Band. Ich habe mit 14 in einer Kirchenband gespielt, die von der EOS von meinem Bruder war, also jüngere Leute als er. Und das fing mit einem Konzert an in einer Tonhalle von der EOS von meinem Bruder. Wo Kinder war? Als das Konzert anfing, da waren da noch welche. Aber als ich den ersten Titel gespielt hatte, waren dann die meisten draußen. Und die übrig blieben, das waren so kirchlich organisierte Musiker auch. Also was heißt so Musiker, Schüler. Und die hatten eine Band, die in Pankow-Kirche geprobt hat, in der Kirche direkt, und bei Rüsten und Kirchenveranstaltungen gespielt hat. Ja. Und da habe ich mitgespielt und das war meine erste so richtige Band mit allem drum und dran. Also die Band kannte ich noch nicht. Also dann ist es sozusagen die zweite Band vielleicht dann, die ich dann kennengelernt habe. Und da war ich auch mal in dem Rohbur-Bus. Mit dem seid ihr eine ganze Zeit umhergefahren. Die heißen aber Ellos. Ich weiß gar nicht, warum die Ellos heißen, wo doch so schön Rohbur da vorne draufsteht. Ello heißt luftgekühlt, also L heißt luftgekühlt und O heißt Ottomotor. Ah, okay, deswegen. Luftgekühlter Ottomotor und Rohbur war dann im Prinzip der richtige Name. Ja, so kann, also irgendwie war mir das, habe ich das immer nicht so verstanden, man sagte das so. Und dann bin ich mal, dann bin ich mal zu einem Konzert von euch fahren nach Lübben, glaube ich. Und da wurde ich dann von der Transportpolizei erst aufgegriffen und dann haben sie auf dem Bahnsteig irgendwie und dann haben sie bei mir Kassetten mit staatsfeindlichem Inhalt gefunden und dann habe ich die ganze Wochenende dann aus der Polizei verbracht. Dann dachte ich öfter, ich wäre lieber bei dem Konzert gewesen. Ich kann dich beruhigen, das Konzert ist ausgefallen, das haben sie dann auch gestoppt im Prinzip. Ach so. Wir hatten schon aufgebaut und alles wäre ganz gut geworden. Aber dann kamen auch irgendwelche Polizeileute und haben das verboten. Warst du des Öfteren inhaftiert oder zugeführt oder so, wie das hieß? Also es muss euch doch auch passiert sein, dass sie dann euch mal ein paar Stunden festgesetzt haben. Ich war mal ein bisschen länger inhaftiert, aber da bin ich in den Verdacht der Republikflucht gekommen, was nicht berechtigt war, wie man das nennen will. Ich war mit zwei Lehrlingsfreunden wandern in Thüringen. Ah. Und bei der DDR ist es ja so, dass die Berge fangen erst kurz vor der Grenze an. Also richtig schön wird die Landschaft erst kurz vom Westen oder vom Süden im Prinzip. Und wir sind da bei Saalfeld und Rudolstadt gewesen in der Ecke und haben uns nicht versteckt oder so, sondern ganz offiziell mit Rucksäcken. Wir hatten ja Schlafsäcke mit und alles und damit gewandert. Und dann haben die Bevölkerung hat uns schon über 3-4 Tage verfolgt und uns immer weiter durchgesagt und so. Und jeder Schritt war beobachtet und wir wussten es nicht. Wir haben Mundharmonika gespielt und gesungen. Also man sehr offen da rumgewandert. Und es gibt ja Stellen, wo die Schilder waren, da steht das Grenzgebiet, das fängt jetzt an. Aber so ein Schild, Achtung,
Schluss, also noch nicht, wer weitergeht, wird erschossen oder so, sondern nur hier beginnt das Sperrgebiet, betreten verboten. Und da, die sind nie hinter die Schilder gegangen, aber an den Schildern lang, was ja auch erlaubt sein müsste. Also man kann ja am Schild lang gehen. Und das war denen schon dann zu viel. Und in irgendeinem Dorf haben sie dann so zugeschnappt von allen Seiten auf uns zu und uns musste Taschen durchsuchen und richtig so verhaftet und lange stehen lassen. Und dann haben sie uns nach Saalfeld ins Gefängnis gefahren und uns lange verhört, getrennt. Und aber es hatte mit Feeling B gar nichts zu tun. Es hatte mit Feeling B nichts zu tun. Und man muss sagen, im Nachhinein hat sich 15 Jahre später herausgestellt, dass in dieser Zeit wirklich welche aus unserer Berufsschule so abgehauen sind, an dieser Stelle im Wald, und die haben es geschafft. Okay. Und warum haben sie es geschafft? Weil wir die Aufmerksamkeit von allen auf uns gezogen haben und so. Also im Prinzip waren wir doch Fluchthelfer. Naja, es hätte ja auch sein können, dass ihr so ganz offensiv sozusagen auftretet, gerade weil ihr sozusagen so einen Plan im Herzen habt. Das ist eben dieses geheimdienstliche Denken, kriegt man Kopfschmerzen, wenn man da reingeht. Ne? Genau, und wir haben aber uns heute verabredet, oder du hattest, du hast ja, also es war jetzt so der eine Podcast, wo ich kaum hinterhergekommen bin mit der Vorbereitung. Also ich beschäftige mich ja immer vorher mit meinen Gesprächspartnern, und war ganz viel. Es gibt einen Film über dein Leben, der mir sehr gefallen hat. Dann von Anne-Kathrin Händel ist der, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und dann gibt es deine Bücher, Tastenficker und Heute hat die Welt Geburtstag, die ich wirklich beide empfehlen kann, obwohl mein Verlag ganz traurig ist, dass sie in einem anderen Verlag erschienen sind, aber damit müssen die eben auch leben. Und dann gibt es irgendwie, ja, es gibt ganz viel so. Was so ein Thema ist oder worüber du eben schreibst und sprichst, sind Angststörungen, ne? Also dass du teilweise zumindest unter Angststörungen, insbesondere auch unter Flugangst leidest oder gelitten hast. Erzähl mal so, wie du das selber wahrnimmst oder erzähl mal davon. Ja, wie ich einfach anfangen soll. Dass es Angststörungen überhaupt gibt, weiß ich erst seit 3 Jahren, als ich mal beim Psychiater war, und der hat gesagt, ich glaube, du hast eine Angststörung. Dieser Begriff, ich dachte, man hat von manchen Sachen mehr Angst, von Sachen sowieso weniger Angst, und ich wusste gar nicht, dass es so viel gibt, wovor man Angst haben kann. Also es fängt ja an mit Todesangst oder Angst, was nach der Zeit vom Tod kommt, was eventuell die Urangst und wichtigste Angst ist, die man überhaupt hat, weil das ist ja der Antrieb, den man hat, um überhaupt was zu machen. Also ich müsste ja nicht morgens aufstehen, wenn ich wüsste, ich kann nächsten 200 Jahre ja immer noch aufstehen und mein Zeug machen oder so. Und dass das vielleicht auch die Wiege, die Grundlage der Kreativität ist. Die Idee ist jetzt nicht von mir, ist jetzt nicht schneut oder so, aber das habe ich mir natürlich auch gedacht, dass die Leute, die mehr Angst haben, natürlich auch mehr machen. Ja, also klar. Um die Angst dann irgendwie zu kompensieren oder um auf die Angst dann einzugehen, sagen, Mensch, ich habe Angst zu sterben, also versuche ich jetzt noch möglichst schnell viel zu schaffen bis dahin. Oder ich muss noch so viel schaffen, dass ich dann im Prinzip weiterlebe. Was natürlich völlig schräge Gedanken sind, weil selbst wenn es jetzt Musik gibt und man ist tot, ist man trotzdem tot. Also kann man ja an den Beispielen sehen, von denen, die schon gestorben sind. Also so Jimi Hendrix oder so hat super Musik geschrieben, ohne Frage, aber er ist nun mal tot. Und ja, er ist jetzt sachlich nicht lebendiger, nur weil es die Musik noch gibt. Und ist es für die Menschheit jetzt wichtig, dass es die Musik gibt oder nicht? Weil wenn nicht Jimi Hendrix, wird irgendein anderer oder so. Letztendlich sterben ja alle, die Musik machen, irgendwann. Und manche Musik bleibt übrig und manche nicht. Da gibt es ja auch keinen Menschen, der jetzt sagt, das ist jetzt wichtig und das ist unwichtig und das soll bleiben. Oder ja, doch, sowas gibt es leider, aber das hat eben keine eigentliche Gültigkeit. Ja. Also irgendeiner stellt sich immer hin und sagt, das ist wichtig, das ist unwichtig, aber welchen Wert hat das? Also wenn einem das hilft, dass man das Leben besser übersteht, weil man denkt, man schafft was dann übrig bleibt, dann ist es natürlich erstmal für einen selber gut. Man sollte dann aber natürlich auch nicht von der Welt verlangen, dass die das dann wirklich dann stehen lassen. Und wirklich sagen, das ist jetzt wirklich was Geiles, was ihr macht, das hören wir uns jetzt 100 Jahre lang an oder so. Und wie man damit umgeht oder was man macht, ist natürlich schwierig. Manche kriegen Kinder, habe ich ja auch versucht. Also, okay, scharf, wenn man denkt, dann kann ich nicht ganz sterben, dann bleibt noch so ein kleines
Teil von mir dann in der nächsten Generation und dann wieder in der übernächsten oder so. Aber wenn ich mir meinen Vater angucke, also jetzt rückrum gesehen, ich bin jetzt auch, also mein Vater, wenn mein Vater jetzt irgendwann sterben sollte, bin ich ja auch nicht, also lebt er dann in mir weiter oder das ist halt eine ganz schwere Frage. Und kann ich da, also ist das einfach so ab Geburt an oder muss man was dazu tun oder so, das ist total schwer. Und das Ganze, die ganzen Gedanken, warum mache ich was und was soll das alles, ist eigentlich die Frage, warum mache ich den ganzen Scheiß, ist letztendlich aus einer Angst, aus der Angst, dass man stirbt und alles ist vorbei. Also damit fängt erstmal grundsätzlich an. Und die ganzen anderen kleinen Ängste, die dann noch dazukommen, da gibt's eben die Ängste wie Flugangst oder so, die man eigentlich beiseite lassen kann oder Angst vor Spinnen, habe ich jetzt nicht, aber ich kenne den halt Angst vor Spinnen. Weil das sind Ängste, die so auf dem Punkt sind, dass die in meinen Augen das Leben nicht beeinflussen. Weil wenn man Angst vor Spinnen hat, dann geht man halt nicht hin, wo Spinnen sind oder nimmt sich eine Flasche Insektenspray mit. Aber wenn man wie ich jetzt Angst vor Konflikten hat, dann verändert sich das ganze Leben. Weil dann mache ich alle Handlungen so, dass ich wenig Konflikte habe. Und das bringt mir so ein Ärger und so viele Konflikte ein, wie ich gar nicht hätte bewältigen müssen, wenn ich nicht von Anfang an Angst vor Konflikten gehabt hätte. Also mir geht's ja genauso wie dir, dass ich denke, dass die Angst vor dem Tod irgendwie also das ist so für mich sozusagen immer so der dunkle Kern jeder eigentlichen Angst. Also ich probiere dann immer, also wenn ich jetzt Patienten habe mit, ist ein sehr interessantes weiteres Thema, mit sogenannten Angststörungen, probiere ich immer zu sagen, okay, wie kommen wir denn jetzt endlich zum Kern? Also oft ist es ja so, ich habe Angst vor Spinnen, naja, auch ist aus einer unausgesprochenen Angst, dass die Spinnen einen töten könnten, ist ja irgendwie sowas. Und auch Flugangst ist ja ganz klar auch eine letztendlich versteckte Todesangst. Und viele Trennungsängste sind auch so Ängste, dass man seine Existenz verliert. Man trennt sich und dann ist man irgendwie niemand mehr. Also was denkst denn du, was ist denn sozusagen deine Angst vor Konflikten? Also wie erlebst du das selber oder wie kommst du in solche Angsterlebnisse? Angst vor Konflikten? Ich denke, also ich könnte jetzt von der Kindheit herkommen, dass ich in sehr harmonischen Umständen aufgewachsen bin. Und deshalb wahrscheinlich das überhaupt nicht gewohnt war, dass irgendwas mal sozusagen unfair ausgetragen wird oder so. Und da dann völlig geschockt bin und nicht reagieren kann. Mhm. Also wenn jemand jetzt wirklich frei von Regeln und menschlichen so Abmachungen einfach fies ist, dann komme ich damit nicht klar, weil ich mich da nicht reinfällt. Also ich bin dann richtig sauer oder ich bin eigentlich viel mehr geschockt und erstarre in so einer Art Schockstarre. Weil was mich daran verwundert, ist so dieser Punkt, dass du ja immer schon jetzt für jemanden Außenstehendes so sozusagen kontroverse Kunst machst. Also die jetzt, ich weiß gar nicht, wie unbeliebt Feeling B jetzt in der offiziellen DDR war, so, aber sicherlich irgendwie sehr unbeliebt, ne? Aber ihr habt ja. Ja, weiß ich nicht. Also ihr habt ja keinerlei Staatskunst gemacht und so. Und es war ja immer alles so. Aber selbst zum Beispiel, weil ich immer so interessant bei Feeling B, ihr habt euch ja, also in den Texten und so, in der Musik auch sogar mit eurem eigenen Publikum eigentlich gestänkert. So, wisst ihr, so Geh zurück in dein Buch ist ja eigentlich im Grunde genommen alle Leute, die ich kenne, auch mich eingeschlossen, sind ja eigentlich so, wie in dem Lied beschrieben. So, ja. Und Konzerte, die verboten oder abgebrochen werden und heute so machst du ja auch, also Rammstein ist ja auch eine Band, die ja auch immer wieder sozusagen, zumindest in den Medien so, das ist ja für euch wahrscheinlich ganz gut so von der Aufmerksamkeit her, aber wird ja immer wieder irgendwie so hochgekocht irgendwas mit einer nackten Frau oder irgendwie so. Insofern ist es ja eigentlich nur klar, dass du auch Konflikte erlebst oder sozusagen hervorrufst. Ja, das sind Konflikte, mit denen ich umgehen kann, weil das sind selbst gewählt. Das ist irgendwie was ganz anderes.
Also das ist dir egal. Also sozusagen das künstlerische Auseinandersetzung, davor schreckt dich nicht. Das ist ein Terrain, auf dem ich mich ja bewegen kann, weil ich da auch sicher bin. Da habe ich nichts zu befürchten, wie man das schon sagt. Okay. Also Angst und Furcht ist ja dasselbe, weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass mich Leute blöde finden. Genau. Und das stört mich, glaube ich, wenig. Mir ist wichtig, dass die Leute, die gut leiden kann, mich auch gut leiden können. Also die Leute, die mir wichtig sind. Bei allen anderen interessiert mich das nicht so. Okay. Und es ist ja auch so, dass das alles kontrovers ist, so was ich sage. Also ich sage ja einen Satz, wo man sofort sagen kann, es stimmt doch ja nicht. Und dann sage ich, ja, es recht stimmt nicht. Oder so, weil klar, bin ich jetzt ein ängstlicher Mensch oder nicht? Bin ich bescheiden oder nicht? Oder so. Man kann das nicht. Es gibt auf die meisten Fragen. Man kann nichts objektiv Wahres sagen, sozusagen. Es gibt auch nicht Angst davor oder nicht Angst davor. Es gibt auch Situationen, wo ich mich als sehr mutig empfinde oder so. Gibt es. Gibt es. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt dieses ganz berühmte Bild, das ich auch sehr schön finde, also als Bild sehe ich es gerne, aber mir geht es ja, wenn du mit dem Schlauchboot über das Publikum fährst, wahnsinnig tolles, unfassbar poetisches Bild, ich würde nicht für 10.000 Euro mich in dieses Schlauchboot setzen. Also hätte ich viel zu viel Angst davor, ja. Schon mutig. Ich hatte sehr viel Angst davor. Ich habe immer noch ein bisschen Angst davor. Ich hatte sehr viel Angst davor und habe, also ich will jetzt nicht das auf die Schuld schieben oder so, aber ich habe große Mengen Alkohol vor den Konzerten getrunken, eine Zeit lang, weil ich echt Angst hatte vor den Sachen, die im Konzert so passieren. Ja. Ob das mit Feuer zusammenhängt oder so mit Schmerzen oder so. Und das ist jetzt eine ganz billige und blöde Ausrede. Naja, aber ist ja auch gefährlich. Es ist auch gefährlich, aber wenn man da noch Alkohol trinkt, ist es natürlich noch viel gefährlicher. Und da können wir gleich wieder zur Flugangst kommen. Ich hatte Flugangst, die sich hochgepeitscht hat von 0 auf 100, ohne dass ich wusste, warum. Ich bin mit meinen Eltern nach Ungarn geflogen. Das war eigentlich eine harmlose Sache mit Interflug oder mit Malev 244 ist mit der Spitze. Und haben Sie mit der abgeknickten? Nee, 254, die Nachfolge. Ja. Die hatte ich auch als Plastemodell zum Zusammenkleben. Und das war ein ganz normaler Flug und alles schön und so. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf immer so Angst gekriegt habe. Vielleicht liegt es an meinem ersten Flug nach Ägypten, dann nach der Wende, wo gleich beim Start gab es so ein Geräusch und dann ist über uns an den über den Gepäckfächern ist so eine braune, stinkende Flüssigkeit so rausgelaufen. Und auf die Leute so runter und die fingen an zu kotzen und so. Und dann fingen sie so an zu schreien. Und das war genauso ein blöder Moment, weil in dem Moment, wo das Flugzeug so startet, kann man so überhaupt nichts machen. Dann geht es einfach nur steil hoch und man ist so in den Sitz gepresst. Und dann saßen hinter mir zwei so eine Westler, die haben so die Hydraulikflüssigkeit oder ja, so ein Fachwort gesagt, wo ich jetzt dachte, das war's. Also Flüge kann ich nicht bewegen und so. Jetzt ist völlig Feierabend und dann ist natürlich nichts passiert, weil die Stewardessen sitzen vorne noch angeschnallt und so. Beim Start, da ist ja noch keiner da, der irgendwas sagt oder einem hilft. Und die Piloten haben es gar nicht mitgekriegt, weil die gerade gar nicht wussten, was los ist. Also die sitzen da vorne. Es war natürlich kein schwerer Schaden am Flugzeug, sonst wäre ich ja auch dann mit abgestürzt oder so, sondern da hat ein Ungar versucht, Gewürzsoße für eine Currywurstbude oder einen Dönerstand zu schmuggeln. Und das war so eine braune, das Konzentrat, so ein flüssiges Konzentrat. Und die Tanks, die sind geplatzt bei dem Start, weil da die Koffer so rumgerutscht sind oder den Druck. Ja. Und also im Prinzip eine völlig harmlose Geschichte. Aber ich war dann 2 Jahre in Schockstarre. Ich dachte, mitten im Start, jetzt sterbe ich und das ist... Mein Gedanke wäre auch, dass ich denken würde, es ist ja in so einem Flugzeug, nehmen die ja nichts zum Spaß mit. Die nehmen ja nicht 20 Liter Flüssigkeit, eben, die sie dann in das Flugzeugsystem eben und dann im Handgepäck. Ja, also so insofern hätte ich auch gedacht. Nee, aber ich hätte auch gedacht, wenn der Teil der Flugzeuglogik ist, dann muss das auch was Wichtiges sein, weil wozu hat man sonst so diese Flüssigkeit da in dem System? Und das hat mich fertig gemacht. Also da war ich dann tief geschockt und hatte im Prinzip Flugangst, die nicht besser wurde. Und dann habe ich diese lustigen Tricks genommen mit Talisman, also so Edelstein. Ich hatte eine bisschen esoterische Freundin, die hat mir dann so Schneeflocken-Obsidiane mitgegeben, das hilft gegen das und Rosmarinquarz oder so Rosenquarz gegen das und so ein kleines Amulett und da habe ich mir dann immer in die Taschen gesteckt, war das Problem immer beim Zoll, dass man immer, also hier bei der Sicherheitskontrolle, dass man immer seine scheiß Steine vorzeigen muss und
manchmal hatte ich einen Stein vergessen. Da dachte ich dann, scheiße, ich hatte den Stein nicht mit, der ist in einer anderen Jacke. Oh Gott, ich kann nicht fliegen, scheiße, so ein Mist. Und dann wurde das immer mehr. Und das uferte dann dahin aus, dass ich von einem Freund ein Stück abgestürztes Flugzeug geschenkt gekriegt habe, dass der gesagt hat, pass auf, oder er hat es mir nur so geschenkt, oder ich habe darum gebeten, ich weiß es nicht, aber ich hatte dann die innere Logik, dass ein Flugzeug nicht zweimal abstürzen kann, dass das statistisch unmöglich so ist. Also die Chance ist null. Und da dachte ich, mit diesem Stück Flugzeug bin ich jetzt endlich mal sicher, aber dann hatte ich immer dieses scheiß Stück Flugzeug, was ja auch aus Metall ist, das war sehr scharfkantig, das hat mir alle zerschnitten im Gepäck und so, ich musste das so einwickeln. Und dann war natürlich an jeder Sicherheitskontrolle, musste ich die Geschichte erzählen. Ich finde es auch hochverdächtig. Also wenn jemand sozusagen mit einem scharfkantigen Stück Metall und dann als Antwort ist, das ist von einem abgestürzten Flugzeug. Ja, das war noch vor dem 11. September, also Gott sei Dank. Sonst wäre das ja nicht möglich. So verdächtig irgendwie. Also es ist verdächtig und wir sind ja auch schon manchmal im Ausland geflogen. Da musste ich dann auf irgendwelche Sprachen, auf Spanisch oder so erklären, das ist ein piece of airplane oder weiß ich. Ging gar nicht. Und die wollten das mir immer wegnehmen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, nimm mir nicht diese Teil weg. Weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit wieder, dass du doch abstürzt. Ja, extrem. Und ich dachte, mein hauptlustige Ding war ja, also lustig fand ich das vielleicht kurz, dass wenn ich doch mal abstürze, es war nicht lustig, das war für mich ein Trost, dachte ich, wenn ich doch abstürzen sollte mit dem Flugzeug, entgegen allen statistischen Möglichkeiten, haben die dann die Flugzeugteile und sammeln die raus, um die Flugzeugursache rauszukriegen. Ja, und dann haben sie ein Flugzeugteil zu viel. Und die dummen Gesichter, die stelle ich mir dann im Moment des Sterbens noch vor, wenn die dann sagen, wieso? Kann das ist ein anderes? Das war ja keine Antonov. Ja, dass sie dann sagen, kann das ja nicht sein. Sind die zusammengestoßen oder? Und das war mir noch so ein kleiner Trost, dass ich gedacht habe, wenn, dann habe ich doch so einen ganz kleinen Spaß, wenn ich gestorben bin, stehen die dann da mit ihrem Flugzeugteil und wissen nicht weiter. Oder eben der eine, der es weiß, und dann ist das natürlich ein unfassbar, das ist das eine zweimal abgestürzte Stück Flugzeug. Also das ist natürlich dann auch ein, kann man dann auch bei Sotheby's oder so versteigern. Könnte man dann, ja, bloß wer kriegt das Geld. Aber ist egal. Jedenfalls hat das nicht wirklich was genützt, weil Flugzeugteil in der Tasche ist das eine, aber Angst im Kopf ist das andere und Angst im Kopf ist leider nicht sachlich. Den kann man leider mit Argumenten nicht beikommen, mit nichts. Das ist einfach da und ob ich da Flugzeug mit habe oder nicht. Und deshalb habe ich es eben versucht mit Alkohol, mit Valium. Das war nicht ein Fiasko. Also Alkohol hilft nicht. Und jetzt bin ich irgendwie 54 Jahre alt, jetzt kann ich sagen, Alkohol macht schlimmer, in jedem Fall, und schadet nicht. Aber das kriegt man als Jugendlicher oder als normaler, als junger Erwachsener nicht hin. Und Valium hatte nur die Wirkung, ich war völlig bedämmert im Flugzeug, also wir kannten irgendwelche so Apothekerinnen oder so, ich will jetzt auch keinen belasten, die haben uns diese kleinen Tropfen gegeben, die Flaschen, da standen 10 Tropfen, ich habe 20 genommen oder 25, wenn es nicht gewirkt hat. Und da lag ich dann benebelt im Flugzeug rum. Aber die Angst ist eigentlich trotzdem da. Die Angst ist trotzdem da, erstaunlicherweise. Das ist immer bei dieser, und dann ist er so, als ob man sozusagen die Angst in einem Sumpf erlebt. So, also man kann sich langsamer bewegen, die Gedanken fließen langsamer, aber die Angst ist eben. Im Prinzip ist es noch viel schlimmer. Ja, weil man nicht gleich hinkommt. Und gefährlicher ist es sowieso. Weil einem ja jegliche Reaktionsmöglichkeit aus der Hand genommen ist, wenn man unter Medikamenten steht. Und dann war natürlich das Schlimme, dann kam das Flugzeug an, ich wollte aussteigen, hatte ja so weiche Knie, ich bin so wie so ein Zombie, hab ich dann den Stuhl rein so festgehalten, bin die Gänge lang gewankt und dann war ja auch noch Konzert abends. Naja, klar, und dann stand seid ihr da hingeflogen. Ja, das war mir, also bei mir war das ja so, dass meine Flugangst größer war als eine Verantwortung für die Konzerte. Das ging ja so weit, dass ich ein Konzert nicht mitfliegen wollte, nach Hongkong. Dann genau, war eins der ersten, ne, so ein Promo-Konzert. Ziemlich früh, ja. Genau, das ist in heute hat die Welt Geburtstag, beschreibst du das? Ja, und da hatten wir ein Konzert in Hongkong und bei einer Großveranstaltung als einer von vielen Bands und sollten 5 Titel spielen oder so. Und dazu nach Hongkong fliegen. Und da hat bei mir die Relation nicht gestimmt. Ich fliege da nicht wegen 5 Titeln 11 Stunden oder 14 Stunden hin, 14 zurück, mit 3-mal umsteigen. Wir hatten ja auch kein Geld damals. Achso, das war sozusagen, als es losging so, ja. Und ihr wart dann so irgendwie so die geile Promoband, die man gerne so rumzeigt. Aber die Plattenfirma wollte mal zeigen, was sie so auf Tasche haben oder wollte uns auch einen Gefallen tun, hat gedacht, das nützt irgendwas oder so.
kann ja auch nicht schaden. Aber also, ihr hattet eben, und so komme ich nur drauf, und ihr hattet aber eben gar nicht selber irgendwie 2000 Euro, die ihr schnell mal für dies oder das ausgeben. Natürlich nicht. Ja, natürlich ja. nicht. Und da habe ich heimlich einen Kumpel so angesprochen und habe mit ihm das Programm geübt, die 5 Titel, und habe das schonend der Band so versucht zu erklären. Und habe es natürlich aus meiner Konfliktangst, die da damit reinspielt, vor mir hingeschoben. Und habe dann beim Döner so gesessen, habe gesagt, also Jungs, also am Dienstag, also ich komme nicht, dafür kommt der mit. Und die, was? Bist du in der Band oder nicht? Sag ich, ja, schon, aber ich dachte jetzt, wegen 5 Titel, das lohnt nicht. Und mal Sushi essen, so könnt ihr ja machen, freut euch doch schön und so. Und da haben die mich angekickt, haben gesagt, also entweder oder. Also entweder kommst du mit oder bist du in der Band, bist du bescheuert? Oder... Ich kann ja verstehen, dann machst du eben was anderes als Musik, machst schön Theater oder wie. Also habe ich völlig damit abgefunden, habe gesagt, klar, du bist ein Typ, der kommt doch ohne Band, klar. Ist völlig in Ordnung und dann tschüss. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, naja, also, das will ich gerne auch nicht. Aber das war eine harte Entscheidung, mit mir zurück und zu sagen, okay, dann fliege ich halt mit. Aber das zeigt, wie egal mir im Prinzip die Konzerte oder die überhaupt mein ganzes die Leben war im Vergleich zur Angst. Weil die Angst war so groß, dass ich um ein Haar die Band sausen lassen hätte. Ich meine, letztendlich war es gar nicht so schlimm. Ich habe 15 Stunden geschlafen von denen oder so und habe von oben auf die chinesische Mauer geguckt und letztendlich war es ganz lustig dann. Die Sachen sind ja in der Erwartung immer viel schlimmer als in Wirklichkeit dann, außer als Zahnarzt. Also das ist auch wirklich schlimm. Aber Zahnarzt ist so, finde ich, so schön hinterher. Es ist so, also ich fühle mich so wohl, wenn ich aus dem Zahnarzt rausgehe. Ja, Zahnarzt hinterher ist geil, aber zum Beispiel Fliegen ist nicht geil, wenn du hinfliegst, weil du bist du aus dem Rückflug noch. Ja, wenn man kann, ja. Ja. Jedenfalls war mir das wirklich vorrangig nur wichtig, den Flug gut zu überstehen. Deshalb war mir das Valium auch recht. Und das, beim Konzert habe ich mir dann halt einen Stuhl ans Keyboard gestellt oder so. Ich meine, im Publikum ist es nicht aufgefallen anscheinend. Und habe dann halt auf Viertelkraft gespielt oder auf 20%. Und aber nächsten Tag ging es wieder. Fällt es der Band auf? Also merkt die Band, dass da irgendwie einer nicht so richtig mitziehen kann? Das ist das Gute, wenn man eine 6-Mann-Band hat. Ja. Da kann, wenn einer oder zwei schwächeln, fangen die anderen das locker auf. Okay. Aber ich habe eben gemerkt, es hat keinen Sinn mit Valium und mit Alkohol so auch nicht. Es wird alles immer schlimmer. Ja, und bei Alkohol ist ja dann irgendwie das ist ja eine große Gefahr für Musiker, ist ja sowieso Drogenabhängigkeit, und bei Alkohol hast du ja dann das Problem, dass du ja dann irgendwann nur noch trinken musst. Also du musst dann einfach trinken, um zu trinken. Also da geht's ja dann aus der Therapie raus ins Trinken. Also dass dann sozusagen das Trinken ein separates Problem ist. Ja. Also hätte ich wahrscheinlich sogar in Kauf genommen, wenn es was genutzt hätte. Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Bei Feeling B war es auch immer so, da schreibst du ja auch, aber das hat man ja auch gesehen, so der endete ja immer, wenn der Sänger betrunken war. Also das war ja schon auch, hatte ja auch immer was Merkwürdiges. Ja, bis bei Feeling B war der Sänger schon schwer alkoholabhängig, ja, ohne dass wir wussten, dass es sowas gibt. Ja, ich dachte, es gibt besoffene Männer und nüchterne Männer. Ja. Also und damit war das für mich klar, ich hatte das nie als Krankheitsbild gesehen. Ja. Auch nicht. Du siehst alle nicht als Krankheitsbild an. Nee, naja, in der klar. Zeit noch nicht. Inzwischen weiß ich das alles. Nee, aber weil das, nee, ist ja nur so, ist ja eigentlich auch egal. Die Frage ist ja auch, also jetzt bei der Alkoholerkrankung zum Beispiel, das ist ja schon wirklich eine Krankheit und es ist lohnenswert, diesen Blick. Bei Angst ist es ja so, man muss ja Angst haben, um zu überleben. Man soll ja Angst vor schnellfahrenden LKWs haben, sage ich immer. Also das ist sehr vernünftig. Aber es gibt dann eben irgendwas, genau, wenn man anfangen muss, sein Leben, so wie man es leben möchte, zu verändern, oder eine Band, die man total
die man selber total cool findet und mit denen man Spaß hat, dann zu verlassen, dann spricht man von einer Angststörung. Also dass man sagt, du hast eine normale Angst, aber die kommt zu früh eigentlich oder vor dem Abflug. Ja, aber das war ja, wie gesagt, die Flugangst, die ziemlich offen Punkt so konzentriert ist aufs Fliegen. Ich habe dann was Lustiges gemacht. Ich habe ja wirklich alles versucht, wie gesagt, Alkohol, bei allem. Ich bin dann zum Hypnotiseur gegangen. Ja. Das war ein Typ, der gar nicht, also das beruflich gemacht hat oder so. Der war ein ganz normaler Mensch, also ist er sowieso. Der hat gesagt, er hat aus Zufall gemerkt, dass er es kann. Ja. Und seitdem sind Leute zu ihm gegangen und haben sich helfen lassen oder so. Und der ist... Hat mich hypnotisiert. Also ich habe es gar nicht richtig, den Punkt nicht gefunden, an dem er mich in Trance versetzt hat, falls er das überhaupt gemacht hat. Ich habe mich zwar hingelegt und so, ja, ich habe mich nicht hingelegt, doch, ich habe mich hingelegt. Aber er hatte nichts mit einem Gong gemacht oder irgend sowas, sondern, also... Man erzählt eigentlich dann so... Ja, ich war nicht, also ich habe nicht den Punkt gemerkt, wo sich bei mir irgendwas verändert hat. Ich dachte, ich bin wach und klar. Und ja, ist man ja auch. Also ich mache Hypnose, deswegen, da kenne ich mich ganz genau. Ja. Jedenfalls hat er irgendwas gemacht und sich mit mir unterhalten, hat mir dann erklärt, als ich wieder im Prinzip im Gespräch war, dass ich gar keine Flugangst habe, sondern dass ich einfach Angst habe, starke Angst. Und die Angst sucht sich wie so eine Spritze, die man so ins Blut kriegt, sucht die sich die Adern, wo sie langkommt. Sucht sich den Weg. Und wenn da bei Flugangst eine Ader ein bisschen offen ist, dann fließt sie da rein. Wenn da eine Spinne vorbeirennt, fließt sie zur Spinne. So wie Wasser seinen Weg findet. Ja, so wie Wasser so seinen Weg findet, dass man das gar nicht steuern kann oder auch und gar nicht. Und dass es absoluter Zufall ist. Weil wenn ich zum Beispiel in einer bestimmten Phase nicht geflogen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nie Flugangst gehabt. Weil ich habe ja auch keine Angst vor, ich habe keine Angst vor vielen Sachen, wovor andere so Angst haben. Ja, also das ist ja das Widersprüchliche für mich, oder widersprüchlich, ich kenne das ja ein bisschen, aber so, dass du ja ganz viele Sachen machst, also wie gesagt, das Geld könnte man mir nicht bezahlen, dass ich das mache, mich in so einen Feuertopf setzen, um mich da ersticken oder mit einem Flammenwerfer beschießen zu lassen. Also das hätte ich so, wenn dieses Konzept vor mir erläutert werden würde, würde ich sagen, ja, okay, mache ich nicht, Punkt. Das ist ja die Angst, dass Angst nicht im geringsten an Realität gebunden ist. Ja. Also das ist ja das, was ich so festgestellt habe. Also gerade, also mir ist mal was passiert, ich hatte mal auch Flugangst oder so, da hat auch mir jemand gesagt, wieso hast du da Angst, wo nichts passieren kann? Ah, du schläfst hier mit den ganzen Frauen, die könnten AIDS haben, das wäre viel gefährlicher oder so. Ja. Und dann habe ich gesagt, Das stimmt eigentlich. Ja, also von der Realität her, was gefährlich ist, liegt man mit Ängsten völlig daneben. Naja, das ist einfach Quatsch, ne? Angst ist ja sozusagen so wie die Angst, worüber wir sprechen, ist ja gerade eben irrational, und dann sozusagen rationale Kriterien anzulegen, funktioniert eben. Ja, also wenn du jetzt rationale Angst hast, dich in den Kochtopf zu setzen und beschießen zu lassen. Ja. Habe ich. Ist das eine gesunde, rationale Angst, die dir das Überleben sichert? Ja. Aber alle Ängste, die ich habe, sind ja irrational. Ja. Weil Fliegen ist das Sicherste. Und dass man stirbt, ist natürlich eine rationale Angst. Also da sind wir jetzt... Das kriegt man eben nicht hin. Ich glaube, das Sterben ist halt irrational. Ich glaube, wir kriegen das nicht. Das ist so wie die Unendlichkeit des Weltalls. Das kriegen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Deswegen gibt es so viele Religionen, die drehen sich auch alle um den Tod, oder? Also weil das kriegen wir nicht so gut hin. Also das ärgert uns, aber wir kriegen es nicht auf die Kette. Ja, und deshalb haben wir davor Angst und vorm Kochtopf und Flammenwerfer nicht. Weil Kochtopf und, also ich jetzt nicht, weil Flammenwerfer und Kochtopf kann ich mir ausrechnen. Also wenn ich jetzt rational wäre, dann würde ich sagen, die Gefahr, dass mir was passiert, ist jetzt so und so hoch, und wenn, dann tut's weh oder ich verbrenne mich ganz doll. Ja. Hast du ja auch schon. Tod weiß ich nicht, was passiert, und deshalb wächst da so eine Urangst, die dann irgendwo sich hinschleicht. Wobei ich jetzt dieses mit der Konfliktvermeidung immer noch nicht so ganz verstehe. Du sagst ja, dir machen Konflikte nichts. Das ist dir okay, du möchtest nicht, dass Leute, die dich nicht leiden können, mit denen du dich gut verstehst, dass die nicht eine schlechte Meinung von dir haben. Also da so, aber wo hast denn du das Gefühl, dass sozusagen diese Konfliktangst
wie sagt man, pathologisch ist, das ist jetzt so ein komisches Wort, aber so, wo du denkst, die ist übertrieben oder ist zu viel oder? Ich traue mich nicht, Sachen zu erzählen. Also jetzt meiner Frau oder so. Ich rede jetzt nicht vom Fremdgehen oder so, von so kleinen Sachen. Wenn ich zu viel ausgebe jetzt sozusagen. Ich kaufe jetzt irgendeine Scheiße im Toilette oder so. Und dann erzähle ich es nicht, obwohl ich so rein oder ein Autoteil. Ja, den fällt so. Ja auf. Naja, aber ein Autoteil oder irgendwas. Sag mal irgendwas, was du gekauft hast. Oder ein Musikinstrument hier. Ein Theremin. Wir können wirklich mal im Trödel irgendeinen blöden Schrank und der hat einfach auch mehr gekostet, als er so kosten darf. Ja. Sollte. Mhm. Und da vernünftig Gesichtspunkt, da sage ich meiner Frau das nicht. Oder wenn sie fragt, dann würde ich leistiger mal lügen und sagen, naja, so 500 rum so. Ja. Oder so, weil ich mich einfach nicht traue, die Wahrheit so zu sagen. Bei so kleinen Sachen passiert nicht viel, außer dass meine Frau das mal merkt, weil sie an dem Laden vorbeigeht, da steht derselbe Schrank, da steht dann 800 oder so. Ja. Und dann sagt sie, wieso hast du mir 500 gesagt, wieso ist denn der jetzt so teuer geworden? Und dann so, scheiße, jetzt dann stehe ich natürlich dann blöd. Das ist ja so interessant. Super. Also so fängt das klein an. Was vermeidest du da? Ja, ist ja total interessant. Ich liebe ja konkrete Beispiele. So diese allgemeine wird dann immer so schnell so wolkig. So dann da so, aber so mit dem, jetzt sagen wir mal, mit dem Schrank im Trödel oder so. Und was vermeidest du da, wenn du jetzt nicht sagst, wie viel der eigentlich kostet? Also wenn du jetzt sagen würdest, 741 Euro, so hat er, also wollte der haben und du hattest dann keine Lust mit ihm. Also warum hast du denn eigentlich... Ich kann doch nicht feilschen. Sind wir gleich beim nächsten Punkt. Weil ich will mit dem Verkäufer der auch keinen Konflikt haben. Ja. Das heißt, wenn der Verkäufer sagt, es soll 800 Euro kosten, sage ich, gut. Ja. Dann, also ich überlege kurz, ist es mir 800 wert oder nicht? Ja. Und wenn ich der Meinung bin, ja, ich würde den nehmen, es ist so, ich kann damit leben für 800, ich habe dann gute Laune, kaufe ich das. Okay. Ich würde nie auf die Idee kommen, zu fragen, kann ich den auch für 700 haben, denn für 700 ist es ja derselbe Schrank. Also er wird ja da nicht besser, wenn er billiger ist. Naja, obwohl interessanterweise doch, weil ja den, wenn du den jetzt auf 700 runtergehandelt hast, dann kommst du nach Hause, dann könntest du ja deiner Frau sagen, hier, den Schrank habe ich, und wie viel hat der denn gekostet? 700, der wollte eigentlich 800 und ich habe ihn runtergehandelt. Dann ist er ja irgendwo besser, weil er sozusagen in dein Leben harmonischer passt. Ja, aber dann habe ich den Stress mit dem Verkäufer. Weil der Verkäufer sagt 800, ich musste dann sagen, nee, ich will nur 600 zahlen. Und dann sagt er, 600 für den Schrank? Den kriegen sie nirgendwo. Und dann hält er mir seinen scheiß Vortrag. Und ich denke auch, der wird sich ja was dabei gedacht haben, wenn er 800 sagt. Ja, er denkt sich, dass das eben der maximale Wunschpreis ist und also diese berühmte Verhandlungsbasis oder so. Kann das auch nicht, kann das aber, muss ich ehrlich zugeben, auch nicht, weil, Also für mich vom Gefühl, wenn ich mit dem Schrank komme und du weißt, das war ein 800-Mark-Schrank, dann sage ich, okay, war ein 800-Mark-Schrank. Mhm. So, dann ist der für mich das auch wert. Wenn er jetzt nur 500 gekostet hätte, nein, ist für mich eigentlich nichts besser, weil der Konflikt ist ja trotzdem. Ja, wobei die Illusion ist, ich glaube, dass der Verkäufer eher denkt, das ist aber ein kenntnisreicher Möbelkäufer. Tatsächlich habe ich den für 300 gekauft und mit den 800 war er jetzt schon ganz schön optimistisch und dieser kenntnisreiche Möbelkäufer mit seinen 600 lag er schon ganz schön richtig und ich habe ihm noch 700 abgeknüpft. Also eigentlich ist ja eher so eine Übereinkunft entstanden. Ja, wenn man ein gutes Gespräch führt, aber ich hätte gerne eine Welt, wo man was kauft oder was baut und was hat und sagt, das soll 500 kosten. Dann kommt jemand und sagt, hier hast du die 500, hier nehme ich das. Und nicht immer, nee, hier fehlt ja die Ecke. Ich hasse diese Mäkler. Ja, ja. Mäklertypen sind das alles schlimm. Also ich hatte früher mit Oldtimern mal ein bisschen zu tun, was da für ein Volk aufläuft. Ja, die suchen extra Marke, damit das Auto schlecht machen kann. Da machen sie das Auto so schlecht, dass... Also, sagt, ist der Mann, warum willst du denn? Also, was willst du dann hier? Ach, der hat schon viel zu viel runter. Ach, hier tropft es, hier ist der Motor nass, hier ist das. Hier ist eine Delle, ja. Ist eigentlich Mist, eigentlich, also nee. Na gut, für 1000, da würde ich nehmen oder so. Da kommt dann als letztes Wort, wenn man 5000 gewollt hat oder so. Ja. Und machen einfach aufs 100, also aufs maximale Preisnachlass und so was, finde ich einfach unwürdig. Und wenn man doch einfach sagt, was man haben will
und das dann auch einfach kriegt, wäre die Welt doch viel, viel schöner, als wenn man sagt, ach, vielleicht kommt ein Vollidiot und bezahlt es einfach. Oder ich muss ihn feilschen, dann mit denen, die sich auskennen. Das ist doch nicht schön. Naja, Problem ist, glaube ich, natürlich die kapitalistische Logik des Profits, dass natürlich irgendwie klar, also dass mit hoher Wahrscheinlichkeit derjenige, der es verkauft, einen Gewinn macht. Und man probiert eben als Käufer den Gewinn runterzuschmelzen, so dass man eben sagt, derjenige soll nicht so viel, also so, also das. Bis wer bin ich denn, dass ich dem sage, er soll weniger Gewinn machen? Ja, naja, aber so, ich möchte nicht verteidigen, so, also, aber ich glaube, dass es daher kommt, dass einfach, dass man hingeht und sagt, der hat den Wagen hier bestimmt für 50 Euro einer alten Oma abgeschwatzt und mir will er jetzt für 5000 andrehen, nicht mit mir. Da werden wir doch mal sehen, wie weit ich den, das ist irgendwie, ja, das ist so ein ganz komisches Ding. Ja, gibt ja dieses Gesetz mit der Kinderbetreuung, ne? Also gibt diese deutsche Schnäppchenmentalität ist so, dass sie teilweise gute Sachen hervorbringen kann. Ja, gab's doch dann, dass wenn die Väter auch die Kinder betreuen, dann darf die Familie 14 Monate lang das Kind betreuen. Und wenn nur eine Person, das ist ja dann immer die Mutter, der betreut dann nur 12, und das hat dazu geführt, dass flächendeckend die Väter in Deutschland angefangen haben, die Kinder mit zu betreuen, weil man ja sonst die 2 Monate nicht bekommen hätte. Das ist Belohnungssystem, das führt doch zu schlimmen Sachen, wie bei meiner Tochter, die war im Austauschjahr. Mhm. Und da sind die Eltern, die kriegen dafür Geld, dass sie die Kinder dann aufnehmen. Oh, und da gibt es Eltern, die halt einfach das Geld brauchen, ja, und ja nicht sich um das Kind kümmern wollen oder so. Ja. Dass sie einfach nur, um das Geld zu kriegen, da muss man wirklich dann gucken, Sachen machen. Dass man in gute Programme kommt. Also in den USA kenne ich das auch viel und man muss sehr vorsichtig sein mit den USA. Gibt aber eben gute Programme. Also naja. Ja, aber also Sparmentalität und so, ja, führt in meinen Augen zu nichts Gutem. Ich bin jetzt nicht der jetzt hier groß verschwendet und mit Geld rumschmeißt, obwohl ich finde, dass eine gewisse Großzügigkeit das Leben doch lebenswerter macht. Als wenn man immer sagt, also ich kriege eine totale Krise, wenn ich essen gehe und Leute bezahlen einzeln. Das finde ich unhöflich und unwürdig und auch, ja, dem Kellner gegenüber total blöde, dass der für die Eile das einzeln. Ach, und ich hatte einen Apfelsaftschorle und zwei das und. Mhm. Das Entschuldigung, warum steht denn bei mir Position 3270? Ach so, okay, ja. Ja, also, das ist entweder man will zusammen essen gehen oder man will nicht zusammen essen, ja, gehen. Aber vielleicht liegt es auch an der DDR-Sozialisation. Da gab es ja dann diesen EVP, Einheitsverkaufspreis. Endverbraucherpreis. Endverbraucherpreis. Und ich wusste immer, und als Kind dachte ich immer, das hieße erwählter Volkspreis, weil das so EVP, und dann, ich kannte, und dann habe ich immer mich geärgert, dass das Volk so einen hohen Preis gewählt hat. Da dachte ich immer, warum machen die denn das? Sie können so ein bisschen, hätten doch, also ich dachte, dass irgendwie das Volk sich so abgestimmt hat. Und dann dachte ich immer, warum haben die denn so einen teuren Preis gewählt? Das wäre doch besser weniger gewesen. Obwohl es im Großen und Ganzen ja die Grundnahrungsmittel fast schon zu billig wieder waren. Die waren subventioniert, ne? Aber ja. Na, jedenfalls, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Schrank und dann, aber wozu führt das? Das heißt also, wenn, manchmal ist es eben so, dass du dann in so eine Konflikte kommst, dass du da entsteht ein Problem und dann eigentlich kannst du dieses Problem nicht gut verdauen. Also entweder du hast den Konflikt mit dem Händler, willst du nicht, kaufst ihm den Schrank für 800 ab, dann kommst du nach Hause, dann hast du den Konflikt mit deiner Frau. Aber du weißt ja gar nicht, ob du den Konflikt mit deiner Frau hast, sondern du willst ihr nicht sagen, dass du für den Schrank 800 bezahlt hast. Ja, das stimmt. Der Konflikt ist noch gar nicht da. Aber du würdest es eben auch nicht sagen. Du denkst, der könnte passieren, der Konflikt, und lieber sagst du... Ja, ich sag dann lieber nichts. Ja, richtig. Das war meine Frau sehr an mir stört, wenn ich nicht alles ganz klar, ja, geht oder so. So die 500 rum. Ja. Das ist natürlich blöd. Ich versuche irgendwie, also ein knallhartes Beispiel aus meinem Leben ist, dass eine Frau im Prinzip von mir schwanger war und in derselben Zeit eine andere auch. Krass, eine andere Frau. Und was absolut zufallsmäßig war, weil ich wusste das nicht, dass die erste schwanger ist, als mit der zweiten war. Und also das war wirklich ein Unterschied von 3 Monaten.
Und ich habe mich nicht getraut, den anderen Frauen zu erzählen. Also untereinander. Dass ich von beiden im Prinzip, also beide von mir ein Kind erwarten. Und das hat mir organisatorisch. Wir waren Schwestern, nein. Hat mir organisatorisch viel abverlangt, weil war natürlich alles, also im Prinzip Bekanntenkreis und wenn wir Konzert hatten, ja. aber wenn wir Konzert hatten, wollten natürlich so beide kommen. Ja. Und dass ich die dann im Prinzip so urzeitmäßig versucht habe zu verteilen oder so, oder dann in verschiedenen. Also wenn Räumen. Wenn ihr in Berlin zum Beispiel gespielt habt, ja. Oder so, also dann, dass du dann irgendwie um die Ecke war oder so. Ja, ja. Und ich hätte jetzt gedacht, eine in Rio de Janeiro und eine in Beide in Berlin. Und es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen, weil letztendlich ist es ja sowieso alles rausgekommen. Ja, sehr logisch. Klar. Aber in der Zeit habe ich mir da völlig zerquält. Oh, ich darf da nicht anrufen, wenn die dabei ist. Und das ist ja da, man muss ja wirklich dann noch aufpassen. Und später wurde es dann richtig schlimm, als beide dann Bauch hatten. Nee. Dann, ja, und? Weil die sich dann Frauen, wenn sie sich im Konzert treffen oder so und sagen, Mensch, du auch, was bist denn du für ein Monat? Und wenn dann irgendwie rauskommt, wer ist denn bei dir in der Fahrt? Ach, bei mir auch. Das war so mein Albtraum-Szenario, obwohl es überhaupt nicht schlimm gewesen wäre. Und im Nachhinein habe ich mich natürlich viel geärgert, dass ich mir im Prinzip ein Jahr völlig versaut habe, weil ich mit dem Gedanken ständig aufpassen musste, dass es nicht rauskommt, mehr oder weniger. Aber mit der zweiten warst du zusammen? Oder nee, mit keiner von beiden so richtig. Zusammen. Okay. Naja. Weil, wie nennt man das, Affären? Oder, also schwer zu sagen. Und ja, es war, also es hat mein Leben ganz doll schwer gemacht, dass ich nicht einfach gesagt habe, Mensch, übrigens. Mhm. Yvonne ist auch schwanger. Ja, Yvonne war es nicht. Ja. Also ich habe jetzt irgendeinen Namen aus dem Mut gezogen, ja. Okay. Ja, und das macht ein Leben total schwer, obwohl man das absolut mit einem Satz alles aus der Welt schaffen könnte. Einfach sagen könnte. Ich will mich jetzt hier nicht out. Na, aber ist es so? Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, jetzt das ist ja schon. Keine Ahnung. Also jetzt, das ist jetzt schon ein echt. Ein ganz schön großes Ding. Also, du wolltest nur konkrete Beispiele. Ja, und mit dem Schrankbild. Nein, das wäre okay. Nee, ich beschwere mich überhaupt nicht, aber ich denke, das ist ja jetzt keine, das ist ja jetzt schon für alle Beteiligten besonders, aber eben natürlich auch für die schwangeren Frauen ja irgendwie ein existenzielles Ding. Also dass man da jetzt nicht so sagt, ey, übrigens, ja, Yvonne ist auch schwanger. Also das passiert war es ja sowieso schon. Also ja. Ändern hätte ich ja sowieso nicht können. Und beide Frauen dachten nicht, dachte eine der Frauen, dass ihr in einer auf dauerhaft angelegten Partnerschaft euch befindet. Das ist ja dann was anderes. Wenn eine der Frauen denkt, naja, so, wir kriegen dann ein Kind und vielleicht ziehen wir auch zusammen, so, also wenn es beide denken, dann wird es natürlich schwierig. Wird schwierig, aber es wird nichts besser, wenn man nicht sagt. Okay. Stimmt, natürlich, klar, absolut. Weil dann hat man überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt das Problem so anzugehen oder so, oder sich damit auseinanderzusetzen. Dass du nicht mit denen, also das heißt, du hast mit beiden so ein bisschen die Flamme so ein bisschen unterm Topf gehalten, also das hat so ein bisschen vor sich hergeköchelt. Wenn man ein Kind kriegt, dann hat man ja auch Verantwortung und alles. Man kann ja dann nicht sagen, tschüss, interessiert mich nicht oder so. Nee. Also das kommt also ja kann man schon, aber ist scheiße, ja. Also das war für mich klar, dass man natürlich eine gewisse Kontaktbeziehung sowieso hält, ja. Weil man sich ja ums, also das ja, Kind klar. Ja dann irgendwann kommt und jetzt sind sie 18 und jetzt ist natürlich alles so wie es ist, okay, aber damals war das nicht schön, also für keinen der Beteiligten, weil ich zu feige war, einfach zu sagen, was ist. Weil so, dass so was aber passiert, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber das ist eh schon so ähnlich wie mit dem Schrank sozusagen. Also, dass du da schon, also am Anfang steht irgendwo so eine komisch inkonsequente Handlung deinerseits, ne? Also jetzt so, dass, also,
wenn du weißt, die ist schwanger, dann wäre ja eine, also gibt ja Möglichkeiten, der nicht schwanger zu werden beim Sex so. Also das war ja dann schon zu spät im Prinzip. Ja, aber bei der zweiten hätte es ja theoretisch. Naja. Ich bin mir gar nicht sicher, dass ich schon da wusste, dass die erste schwanger ist. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Das stimmt schon, weil, also im Übrigen, weil du erzählt hast, dass dein Freund eben so gesagt hat, mit AIDS oder so, viel wahrscheinlicher ist ja sogar, dass man bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr andere, zum Beispiel Hepatitis bekommt, was ja auch ganz furchtbar ist, also sogar noch wahrscheinlicher als AIDS-HIV und es ist irgendwie auch lustig, dass man da die Sorge noch mehr hat oder so, ja. Naja. Das heißt so, du bist in so einer großen Harmonie aufgewachsen, dass du immer wieder in Situationen, dass du dir immer wieder so einen komplizierten Dinger baust. Also du legst immer so ein komisches Fundament, oder ist es so, ja, also immer so ein komisches Fundament, wo dann so ein wackeliger Turm drauf entsteht, so. Na, eher wie so ein kleines Nest, wodurch irgendwie durch Schlamm so die Mauer immer höher wird. Ja. Dass man also völlig sinnlos sich da selber datet, immer schwerer macht. Ist doch klar, wenn man irgendwie Scheiße gebaut hat, mit jedem Tag, den man wartet, wird es doch schlimmer. Ja. Auch wenn es letztendlich immer nur dieselbe Tat ist, die man gemacht hat. Und zum Schluss da sagen dann die, ob es beim Tater doch so ist oder so, sagen, Mensch, wäre doch alle ja nicht so schlimm. Hättest du gesagt, hätten wir das und das gemacht, aber meistens macht man dann noch so Vertuschungstaten. Na klar. Dann noch hinten dran. Also es gibt ja Morde, die passiert sind, nur um eine Vergewaltigung zu vertuschen. Ja, na, oder auch nur um Fremdgehen zu vertuschen. Also jetzt so, also Vergewaltigung ist ja auch wahnsinnig schrecklich, aber eben um ein total einvernehmliches Fremdgehen zu vertuschen. Ja. Wo man sagt, das ist doch Quatsch. Also, ja, wo die eigentliche Sache ja nicht so schlimm ist, auch rationell nicht, überhaupt ja nicht so zu bewerten. Ja. Und so geht's mir mit kleinen Sachen, dass ich dann das einfach so hinschiebe, dass es dann irgendwann blöde wird, dass nur das Hinschieben an sich dann schon die blöde Tat ist. Und nicht das, was ich eigentlich gemacht habe. Aber hat das mit Angst zu tun? Ist das Angst oder ist das eigentlich auch so eine Art Ungeschicklichkeit? Also die Angst, diese Todesangst, die du am Anfang erwähnt hast und die ja auch so, also die ich auch immer glaube, die so im Kern jeder Angst steht, die ist ja da gar nicht so zu finden. Also, oder ist die da irgendwo emotional zu finden? Nee, die ist nicht emotional zu finden, aber ich glaube, die ist der grundlegende Angstimpuls, der die anderen Ängste anstupst. Also das zu vermeiden, nicht so, ja. Es ist immer eigentlich die Vertuschung, mit der du mittlerweile Die Vertuschung ist es, oder dann ist es natürlich auch in der Konfliktangst, ist es die Angst vor Verlust, dass man denkt, man will sich mit der Frau nicht streiten, damit sie nicht weggeht. Angst vor Verlust der Frau, der Beziehung. Mhm. Und Verlust ist ja für mich auch die Todesangst von der Ursache her. Ja, klar. Dass man Verlust hat, dass irgendwas dann weg ist. Ja, klar, alles. Also bei der Todesangst dann. Das äußert sich da, dieses Verlustding äußert sich ja auch in allen Sachen. Dass man auch sich nicht streiten will, weil man nicht will, dass der andere geht oder so. Wenn man sich jetzt im persönlichen Streit oder so. Und das ist wiederum egal bei der Band oder bei der Kunst, ob die anderen, die gehen nicht weg, die Bildzeitung, die wird nie weggehen. Oder ob das die, ist die wirklich, wirklich schade. Ja, wenn sie wegginge, wäre es eher gut. Also, ja. Also da hat man im Prinzip einen Gegner oder einen Partner, einen Gesprächspartner, der wo einem egal ist, wie der reagiert. Weil ich keine Angst habe, die Bildzeitung so zu verlieren oder so. Ach so, um Gottes Willen, ja, klar. Ja. Und da kann ich denen allen, also die können mich so blöde finden, dass es gar nicht mehr geht, das ist dann eher noch gut. Genau, naja, aber jetzt so, deswegen kam ich vorhin, also um Himmels Willen, die Bildzeitung, genau, also sie möge mal zu einem eurer Konzerte kommen als Bildzeitung und dann von einem Flammenwerfer getroffen werden, die, aber jetzt so bei Feeling B, so kam ich so drauf, also in der DDR ging es ja auch immer um Freiheit und oder auch so um Gefängnis. Also gibt ja so, ne, so Stefan Heim oder so gibt ja, oder Kraftschick, den sie dann ja doch schon auch abgeschoben haben, ne? So Stefan Kraftschick, Freier Clear.
Also es war ja auf eine Art schon etwas mutiger, irgendwie der DDR auf den Sack zu gehen. Also ohne, dass ihr das jetzt, das war, also ich habe das auch nie so gesehen, aber die haben es ja so gesehen. Ich habe es nicht als mutig gesehen, ich habe aber gemerkt, dass in der DDR war die Akzeptanz von Musiker extrem hoch. Naja, klar. Weil jeder, auch die Arbeiter, die haben uns bei unserem LKW geholfen, irgendwelche Klempnermeister, die sonst nie irgendwie einen Termin hatten für irgendwas. Wenn man als Feeling Bären kam, dann haben sie sofort sich in Kittel so angezogen und haben dann irgendwas geschweißt und so, weil die wussten, man ist eine Band und man stellt sich hin und traut sich, das Zeug zu singen und so. Da hatte man absolut einen anderen Ansporn als jetzt. Da hatte man wirklich eine Funktion als Band und auch einen absoluten Rückhalt im Publikum. Ja, aber zum Beispiel, ihr hattet ja dann die, da war ich auch mal beim Konzert, ich weiß gar nicht, wie kurzlebig dieses Projekt war, ich gab ja dann die Magdalena-Keibel-Kombo, ich weiß es gar nicht mehr, benannt nach der Magdalenenstraße in Lichtenberg, wo die Stasi-Knast war, und der Keibelstraße, die berühmte Polizeipräsidium. Zwei Orte, an denen ich mich auch aufgehalten habe, stundenweise. Und ich meine, war ja schon sehr provokant. Also, ist ja okay, verstehst du, aber das finde ich schon, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, man findet die Springerpresse zum Kotzen. Also, weil das hätte ja sein können, dass Paul dann eben in der Magdalenenstraße und du in der Kebbelstraße dann irgendwie mal ein paar Wochen landet, so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eingesperrt wird, weil er eine Band Magdalenenstraße nennt oder Magdalena Keibel kommt. Das ging in meinen Kopf nicht rein. Ich habe da keine Gefahr gesehen. Mhm. Ich denke, aber so blöd so? Kann noch gar kein Mensch sein, dass er einen wegen so was einsperrt. Also dazu hatte ich viel zu tiefes Vertrauen in die DDR. Wahnsinn. Ja. Weil ich habe einfach also rein vom Menschlichen her gedacht, ab wann ist man so kriminell, dass man eingesperrt werden kann? Was muss man machen? Und das war für mich Mörder, Dieb oder irgendwas, aber nicht jemand, der sich einen lustigen Bandnamen ausdenkt. Aber Freier Klee und Stefan Kraftschick wären ja jetzt sozusagen Gegenbeispiele. Die sind ja wegen Liedern so auch inhaftiert und dann quasi abgeschoben worden. Also die haben ja jetzt nichts gestohlen und nichts sonst wie. Tja, die sind irgendwie weitergegangen als wir. Und in meinen Augen, also vielleicht wollten sie auch einen Schritt weiter gehen und direkt was ändern. Bloß ich wollte das ja nicht. Ich fand die DDR einfach gut, weil ich nichts anderes kannte und weil das für mich. Wollte ich übrigens sagen, hat mir so mal gefallen, du bist mal überraschend aufgetaucht in so einem Film über die FDJ. Da bist du gewesen, fand ich so toll, weil wurden ganz viele Leute interviewt, so FDJ-Funktionäre, die da auch sehr gut gelebt haben und auch sehr gutes Geld verdient haben. Und die haben alle gesagt, wie schlimm das war und dass sie sich eigentlich auch schämen und die jungen Leute und so. Und dann der Einzige, der gesagt hat, dass er die DDR und die FDJ gut fand, warst du. Das war schon sehr, sehr, sehr lustig. Also weil ihr ja nicht, ihr wart ja überhaupt nicht FDJ-nah, ja. Ich war in Wandlitz, so nach der Wende hier in Waldfrieden. Ja. Wird die Regierung gewohnt. Ich habe mir das Honecker-Haus angeguckt, das Mielke-Haus. Bescheiden, und so. Oder? Sehr bescheiden. Und ich sage, ich habe schöner gewohnt. Du, ja? Ja. Ich habe bei meinen Eltern, wir hatten eine Altbauwohnung im Prenzlauer Berg, eine kleine, zwei Zimmer. Ja. Mit zwei Kindern, zwei Erwachsene. Wir Ofenheizung, kaltes Wasser. Ja. Aber es war schöner. Es war gemütlich, es war richtig toll. Und ich sehe nicht, dass sich ein Einzelner bereichert hat oder irgend sowas oder so von denen. Ich denke, die Ostregierung, die wollte wirklich was Gutes machen. Die wollten wirklich ein neues System aufbauen, ein neues Land machen. Ein gerechtes Land, ein Land für Arbeiter. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht so einfach zu schaffen. Also nicht in 20 Jahren schaffst du nicht nach dem Faschismus direkt so ein Land aufzubauen. Das war ja so eine lustige Enttäuschung, finde ich auch von der Westpresse, die dann sozusagen ja nach der Wende dann eben nach Wandlitz gekommen sind, um dann eben zu zeigen, hier so dekadent lebten die Fürsten. Da war nichts dekadent. Da war sozusagen so ein Hirsch in Bayern, da war ein grauenvoll. Da war gar nichts, ja. Also und deshalb fand ich hatte da diese Feindbild nicht und ich hatte auch die Angst nicht, weil ich dachte, jetzt sind keine bösen Menschen. Die wollen wirklich das Beste. Das denke ich eigentlich immer noch im Nachhinein, dass die wirklich
mit, also größtenteils nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben im Osten, die Politiker und Kim sofort böse wollten. Aber hattet ihr nicht, also ich meine, also ich bin von der Transportpolizei zugeführt worden, weil ich zu eurem Konzert wollte. So, ihr im Bahnhof Lichtenberg, so, und ja, weiß ich gar nicht, Ostbahnhof oder Lichtenberg. Aber ihr müsst doch, du musst doch auch Begegnungen, Gespräche, Verhöre oder so gehabt haben, als eben, also wir sind ja so bei dem Thema so Angst und so und Vertrauen, aber ihr hattet gar nicht? Ich hatte Vertrauen. Ich hatte Vertrauen in die DDR und das war für mich normal, wenn ich in der Nähe von der Oderberger Straße war, weil das Grenze war, kam die Polizei und sagte, zeichnen Sie in DPA. So. Ja. Und dann hat man den Ausweis, man wusste das einfach. Wenn man nach Thüringen gefahren ist mit einem Zug, ist man in Bitterfeld dann rausgeholt worden oder so. Das war einfach normal. Das fand ich selbstverständlich, weil man war Jugendlicher, man hatte eine Lederjacke an, man hatte lange Frisur, man war dreckig und hatte noch einen Sticker mit Sex Pistols dran. Ja, dann ist klar, dass man auch aus dem Zug geholt wird. Wenn ich zu meiner Oma nach Thüringen fahren wollte, hätte ich mich ordentlich angezogen, wäre auch durchgefahren. Ach so. In dem Moment, wo ich mir eine Lederjacke anziehe, Springerstiefel, Frisur hochmache, dann will ich ja zeigen, hallo, ich bin da, bitte, bitte will ich auch behandelt und wahrgenommen werden. Und wenn dann die Trapo kommt und sagt, wo wollen Sie hin und zeigen Sie Ihren Ausweis, was soll denn das? Dann sage ich, ja, danke, ich bin angekommen, hier wollte ich hin. Also das ist für mich eine folgerichtige, so klare Sache. Wenn mich keiner beachtet hätte, hätte ich kein Punk zu sein brauchen, also wäre ich ja für umsonst. Also da hattest du eben keine Angst, das hat dir irgendwie keine Angst gemacht. Hat mir keine Angst, aber ich hatte Vertrauen in die Menschheit, also auch in die Organe, dass die keinen in Knast sperren, der nichts gemacht hat. Okay. Weil das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Weil ich fand es eben mutig, was ihr gemacht habt. So. Und also ich war ja deswegen kein Punk. Also ich war immer sozusagen im Umfeld oder so, weil ich eben nicht mit denen, weil ich eben dachte, ich möchte ja nicht noch mehr zugeführt werden. Also ich hatte viele Verhöre und auch die Stasi hat mich mal probiert anzuwerben und so. Dann habe ich das allen erzählt, dann haben sie es gleich wieder gelassen. So. Also das hat eigentlich gut funktioniert. So. Aber da hätte ich zu viel Angst gehabt. Das heißt sozusagen, es gibt, das heißt eigentlich ist es eben so, also, dass du Business, also das heißt, diese Todesangst, die Angst zu sterben, die Welt zu verlassen und nichts von dir bleibt mehr und alles ist vorbei, und die führt immer wieder da, also die hat in deinem Leben schon oft dazu geführt, dass du irgendwo so eine Nester gebaut hast, in so eine Vermeidungssituation gekommen bist. Das hast du jetzt sehr gut erklärt, ja. Aber es kann auch an was ganz anderem liegen. Ich bin jetzt nicht der Psychiater. Ja, ich schon mit ein bisschen, aber ja, ich finde das sehr interessant. Aber dass es eben eine Angststörung gibt, wusste ich nicht lange. Jetzt weiß ich es und das erklärt mir vieles. Dass manchmal die Angst ein bisschen an der Stelle kommt, wo sie zum Überleben nicht notwendig wäre. Genau, so würde ich es auch beschreiben. Das ist eine schöne Definition, weil man will nicht, da am Ende der Therapie steht nicht, dass die Angst weg ist. Das wäre ganz falsch, weil dann stirbt man, weil man dann keine Angst mehr vor LKWs hat. Sondern am Ende steht, dass man irgendwie besser mit, dass die eigenen Ängste besser zum Überleben sozusagen helfen. Wobei die Konfliktangst ja eigentlich auch ursprünglich überlebensnotwendig ist, damit man kein Messer in den Rücken kriegt. Also verärgere ich keinen, weil ich sonst mit dem Streit habe. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ständig Konflikte zu suchen oder so, ja. Na, zu suchen nicht, aber so zu vermeiden ebenso auch nicht. Er hat einen beides seinen Grad. Also man muss sie nicht suchen, aber es gibt auch einen Punkt, wo es nicht mehr sinnvoll ist, den zu vermeiden. So, also wenn eben zwei Frauen schwanger sind, dann ist ja unausweichlich, dass, also am Ende so einer Schwangerschaft kriegen ja viele Frauen ein Kind und dann sind eben irgendwie unausweichlich, das irgendwie hinzukriegen. Hm. Und so im Ausland geht's dir auch gut. Also ihr seid ja auch in Ländern unterwegs, die völlig anders funktionieren als Deutschland, sage ich jetzt mal. Weiß gar nicht, in Russland seid ihr ja auch, ne? Tretet ihr auf. Da hätte ich jetzt persönlich ein geringeres Vertrauen in sozusagen, dass da alles in Ordnung ist, so von der Rechtsstaatlichkeit her oder so.
Und da, aber da bist du entspannt. Das ist richtig. Das ist für mich auch, auch wahrnehmbar, dass in Russland das anders ist und dass man da einfach, ich pinkel zum Beispiel in Russland nicht an Baum. Hm. Weil ich einfach weiß, wenn da die Polizei einen mitnimmt, ist das nicht so günstig und da habe ich einfach Respekt oder Angst oder wie man das immer so nennen will oder so. Aber generell fühlt man sich in anderen Ländern, fühle ich mich in anderen Ländern fast freier, weil man eben einer so unter vielen ist, man die Sprache ist dann so anders und man läuft dann einfach nur die Straßen, man ist dann nicht so ein, man ist da einfach ein kleiner Mensch, der da so rumrennt. Man hat da keine, also keine, die man kennt oder so. Ihr seid ja mal verhaftet worden, ne, wegen so einer Sexnummer irgendwie, weiß gar nicht, war das in den USA? Ja, war in Massachusetts und richtig auch wegen... Auch noch in Massachusetts, weil Massachusetts erscheint mir immer so liberal. Ich habe da mal studiert in Massachusetts und da hätte ich echt gestaunt, dass es ausgerechnet da passiert. Also mich hat es absolut an Mecklenburg-Vorpommern erinnert, so von der Landschaft her und vom Menschenschlag her. Ihr wart da in Worcester, so richtig im Land, ne? Ihr wart nicht in Boston oder so, ne? Nee, in Worcester. Und das, also bekannt, ne? Worcester, eigentlich hättest du sagen müssen, eigentlich Worcester, weil nach der berühmten Soße. Ich überlege jetzt, ob die Soße, die Soße kommt nach einem Worcester oder einem Worcester aus England. In England, ja, ich glaube, aber es ist so lustig, dass ihr dann da ausreichend auftretet. Man merkt sich wenigstens gut, ja. Es war ein absoluter Zufall, weil irgendwann der Polizeipräsident war da und, oder die Tochter, die Tochter vom Bürgermeister war da und der Polizeipräsident. Und dann hat der Bürgermeister, die Tochter ist dann nach Hause gekommen, aber die musste schon um 10 im Bett sein oder so. Und die hat dem Bürgermeister erzählt, kannst du dir nicht vorstellen, was da los war, was ich gerade gesehen habe. Also die war begeistert. Ach so. Und er sagt, ja, was haben die gemacht? Und da hat er die dann angerufen und sagt, verhafte die mal, das geht. Also, was ist denn da los? Ja. Meine Tochter, die hat da ganz schlimme Sachen gesehen. Kannst du mal bitte ganz schnell. Aber das hat dir keine Angst gemacht. Nee. Also, da im Knast zu sein in den USA? Das war extrem spannend. So muss ich das mal sagen. Also, man kennt das alles aus dem Film. Man hat schon sich mal einen Knastfilm gesehen mit dieser Sammelzelle, mit diesen Gittertüren, diesem Plexiglas. Und dann sieht man das mal in echt, das ist ein Erlebnis. Aber also, da hast du eben, ist doch eigentlich verrückt. Also, da kommt man erstmal ja nicht dazu, Angst zu haben, weil das ist wie Achterbahn. Ich glaube, wenn man Achterbahn fährt, also ich bin nicht auf, ich fahre die wilde Maus oder so, aber hat man erstmal keine Angst, weil man ja keine Zeit hat zum Angst haben, weil man sich festhalten muss oder so. Und so hatte ich da auch erstmal keine Angst, weil das, da kamen Typen drin mit Schusswunden, die sich gerade eine Schießerei geliefert hatten mit der Polizei, zu uns mit in die Sammelzelle. Die haben da alles voll geblutet und da war nur ein Abfluss zum Rinnpinkeln. Da durfte noch geraucht werden und so. Es war ein Plexiglaskäfig mit Abfluss. Mehr nicht und einer Tür. Kannten die euch? Haben die sich irgendwie gefreut? Mit niemand kannte. Das ist ja aber alles sei Dank, oder? Das wäre ganz furchtbar gewesen. Alles egal. Ja. Und da war es richtig ernst. Also da waren auch richtig so Riesentypen, aggressiv und voller Crack oder so. Man dachte, im Film ist ja alles echt. Also das Schlimme ist, dass ich jetzt immer öfter sage, ist ja wie im Film. Wenn ich irgendwo lang fahre, ist ein schöner Sonnenuntergang. Dabei ist ja eigentlich der Sonnenuntergang im Film wie in echt und nicht umgekehrt. Und so habe ich im Knast gedacht, ey, ist ja geil, ist ja wirklich wie im Film. Mir fällt jetzt gerade was sehr Hoffnungsvolles ein, weil so in dem Zusammenhang, ich glaube, weil ich hoffe das eben auch so, dass dann so mein Tod so, dass es dann auch so wird, wie du das gerade beschreibst, dass man das so wie auf einer wie du es von der Achterbahn beschreibst, dass man dann erstmal so fasziniert und so abgelenkt von den Geschehnissen sind, die man ja noch nie erlebt hat des Sterbens, dass man auch da gar nicht die Zeit findet, Angst zu haben, bevor es dann soweit ist. So, wenn man Glück hat, ist es so. Ja, ich denke immer an eine Narkose. Ich breche mir immer öfter was oder so und werde dann operiert. Und dann muss man ja immer eine Narkose machen, dann nehmen die mir eine Spritze und dann kann ich oft gerade noch sagen, Mensch, das haut ja rin oder so, ja. Und dann ist schon Feierabend. Und wenn das so einfach so schnell ausgeht, einfach dann, also merkt man es ja wirklich null. Also es wäre dann ja wirklich nur die Zeit davor, die man wirklich wach bei Verstand ist und eben einfach nur Angst hat.
Aber vielleicht ist es eben gar nicht so. Vielleicht muss es gar nicht so sein. Also ich denke mal, das hat viel mit Einschlafen zu tun. Also ich habe ja auch irgendwie mit Menschen gesprochen, die eben dann wirklich auch gesagt haben, sie möchten jetzt gerne ihr Leben beenden, weil so einfach auch nicht weiter. Sie hatten mehr Angst vor dem Weiterleben als vor dem Tod dann. Also man hat ja einen Grund, warum man stirbt. Man stirbt ja, man entscheidet sich ja nicht zu sterben, wie in dem berühmten, glaube ich, Marquez-Roman, ne? Sondern es ist ja eher so, dass man dann so. Also, ganz herzlichen Dank. Ich hatte heute ein Gespräch mit Flake. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt. Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.